Herzlich willkommen zu unserem nächsten Talk, Desinformation und Fake News, Bekämpfung und Verifizierung leicht gemacht mit unserem Speaker Robert Clausen. In letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit, das ist in den letzten Jahren oft vorgekommen, wenn irgendein Ereignis war, was die Leute emotional besonders aufgewühlt hat, dann tauchen ja häufig irgendwelche Videos oder Fotos auf, wo jemand sagt, oh, das ist Bildmaterial von diesem Ereignis und alle, die nicht dabei waren, können das nicht beurteilen. Und dann stellt sich raus, das ist Bildmaterial, das irgendwie von ein paar Jahren vorher am anderen Ende der Welt ist. Aber das muss man ja erstmal rausfinden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da wird es gleich drum gehen. Kurze Frage, wer von euch hat schon mal Image Research benutzt, um irgendwie rauszufinden, ob ein Bild irgendwo anders schon mal vorgekommen ist? Kurzes Handzeichen. Sehr gut. Ich würde sagen, es ist so ein Drittel im Publikum. Ich habe das vor kurzem erst gemacht, als ich Videos für meinen Talk rausgesucht habe. Es ist sehr nützlich, damit man da keine Fehler begeht. Und gerade in unseren aktuellen Zeiten, wo immer sehr viel die Lügenpresse und Fake News Keule rausgeholt wird, wird es umso wichtiger, dass man rausfindet, was wirklich echt ist und was vielleicht nicht echt ist. Gleichzeitig wissen wir, die technischen Möglichkeiten werden immer besser. Es gibt jetzt auch schon Deepfakes. Und vor dem Hintergrund ist das gut, dass wir einen Experten hier haben. Robert ist nämlich Producer beim Fernsehen und arbeitet seit 2,5 Jahren in einem Verifizierungsteam. Und der wird uns jetzt erzählen, wie eigentlich die Verifizierung von Bildmaterial funktioniert und wie Verifizierungsteams arbeiten. Ganz viel Spaß dabei und einen ganz herzlichen Applaus für Robert. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Njum. Schön, dass es doch zu später Stunde noch einige hierhin verschlagen hat. Es hat mir auf jeden Fall sehr gute Laune gemacht, als ich gerade gesehen habe, wie viele von euch zumindest schon mal so ein bisschen Ahnung davon haben, ein bisschen Reverse Image Search gemacht haben. Das lässt auf jeden Fall hoffen. Und hier möchte ich jetzt auch erklären, was für weitere Möglichkeiten und was für weitere Tools es vor allem gibt, die einem das Leben bei so etwas deutlich leichter machen. Denn Verifizierung und generell so Online-Recherche ist halt keine Rocket Science. Das kann im Grunde genommen jeder. Und ich fange erstmal an mit dem Begriff Fake News, warum ich den eigentlich nicht besonders gerne mag, warum er aber manchmal doch geeignet sein kann, macht dann einen kleinen theoretischen Teil, welche Arten von Fälschungen gibt es überhaupt, womit hat man so am meisten zu tun, welche Motivationen stecken dahinter und habe dann auch noch ein paar ganz schöne Praxisbeispiele, um zu zeigen, wie man diesen Leuten dann eben auf die Schliche kommen kann. Dann fangen wir mal an mit der Definition. Da habe ich eine sehr nette gefunden. Fake News sind Falsch- und Fehlinformationen, die häufig über elektronische Kanäle, vor allem soziale Medien, verbreitet werden. Sie gehen von Einzelnen oder Gruppen aus, die in eigenem oder fremden Auftrag handeln. Ja, ist schön zusammengefasst, aber genau darin liegt halt eben auch das Problem. Dieser Begriff Fake News ist erstmal nur ein super großer Sammelbegriff für viele verschiedene Arten von Fälschungen, von Lügen, die man früher doch so ein bisschen präziser bezeichnet hat. Propaganda ist auch weiterhin Propaganda, das ist nicht zwingend Fake News. Eine Lüge ist weiterhin eine Lüge. Und ja, deswegen, es ist ganz praktisch, wenn man sich jetzt im gesamten Themengebiet nähern will, dass man das zusammenfasst, aber so für die wirkliche Analyse eigentlich nicht. Denn es enthält halt eben keine Informationen über die Urheber, die Art der Fälschung oder deren Motivation. Wie gesagt, das ist aber eben wichtig für diese Bekämpfung und am besten verwendet man da präzisere Begriffe. Ja, der Grund, warum das jetzt in den letzten Jahren so hochgekocht ist, dieses ganze Thema, ist natürlich, dass die Erstellung und die Verbreitung davon noch nie so einfach war wie heute. Also klar, wir haben jetzt irgendwie in der westlichen Welt, sage ich mal, schon länger irgendwie Internetanschlüsse und Smartphones, jetzt auch seit ungefähr 11 Jahren, aber andere Teile der Welt halt eben nicht. Aber weltweit nimmt diese Verbreitung eben zu. Auch in Krisengebieten, vor allem wenn ich mir Syrien anschaue. Das ist wahrscheinlich der erste Krieg, in dem es so viel Bildmaterial gibt, dass man den Überblick einfach verliert. Ja, es ist schwierig geworden, das einzuordnen. Es ist kaum ein professioneller Journalist vor Ort. Und ein Kollege vom Spiegel hat es schon mal bezeichnet als den ersten postfaktischen Krieg. Finde ich, ist ein sehr schöner Begriff dafür, weil egal welche vorgefertigte Meinung man hat, man wird mit dieser Meinung halt eben beliefert. Ne? Egal, ob man jetzt glaubt, ob ausländische Mächte dahinter stehen, ob Assad das eigene Volk angreift, ob die Rebellen alles Terroristen sind, man wird halt mit dieser Meinung eben in dieser Meinung bestärkt, man wird mit den entsprechenden Fakten beliefert. Diese Verbreitung wird natürlich durch soziale Netzwerke nochmal enorm beschleunigt. Es ist halt eben einfach geworden, heutzutage brauchst du nur noch ein Handy mit einer Kamera, den Twitter-Account dazu und du bist dein eigener Nachrichtenproduzent und hast im Zweifelsfall sogar noch eine höhere Reichweite als die traditionellen Medien. Das gab es halt vorher so nicht und sorgt natürlich dafür, dass diese Realitätsfilter durch traditionelle Medien wegfallen.
Wer sich mal so ein bisschen mit der Gatekeeper-Theorie beschäftigt hat, der weiß, dass die traditionellen Medien den Menschen eher nicht sagen, was sie zu denken haben oder wie sie zu einem Thema zu denken haben, aber dass sie zumindest mit beeinflussen, worüber die Leute sich überhaupt Gedanken machen und mit was sie sich überhaupt beschäftigen. Und dieser Filter ist halt einfach komplett weggebrochen. Ja, und als Journalist oder als jemand, der in den Medien arbeitet, der hat natürlich eine absolute Diversifizierung von Nachrichtenquellen. Gerade im Bewegtbildbereich vor 10, 20, 25 Jahren war Bewegtbild entweder eigenproduziert von den eigenen Leuten, es wurde von anderen Sendern eingekauft oder es kam über die Agenturen rein. Aber man kannte halt seine Quellen. Das gibt's halt so nicht mehr. Und das sind halt so mal grob zusammengefasst die Gründe, warum es jetzt halt eben so ein großes Thema ist. Aber wir wollten uns ja mal anschauen, was denn überhaupt so dahinter steht und was die Motivation der Leute sein kann. Das erste ist jetzt Unterhaltung. Kann sein. Habe ich gleich in der zweiten Folie auch noch was dazu. Das typische Beispiel dafür wäre halt Satire. Es ist auch etwas, was nicht wahr ist. Es gibt auch da manipulierte Fotos, manipulierte Videos, aber sind halt eben nicht erstellt worden, um jetzt jemandem zu schaden, sondern der hauptsächliche Zweck ist erstmal die Unterhaltung. Dann gibt es natürlich, wie gerade schon erwähnt, politischer Einfluss oder Propaganda. Das kann von Staaten gemacht werden, das kann von Privatpersonen, von Parteien gemacht werden. Ich erinnere mich da an ein schönes Foto aus dem Iran, vom iranischen Militär. Die waren mit ihrem Raketenstart leider nicht ganz so zufrieden. Es sind nicht alle abgehoben. Das sah auf dem Foto natürlich blöd aus, also hat man einfach Photoshop aufgemacht, zwei Raketen rüberkopiert, die Rauchschweife der Raketen 1:1 rüberkopiert und schon hatte man eine wunderbare Propaganda-Inszenierung, nur halt leider falsch. Dann Profit. Profit steckt eigentlich hinter dem, was wir so aus dem amerikanischen Wahlkampf unter dieser Fake-News-Debatte gehört haben. Wirklich gefälschte Nachrichtenseiten mit großen reißerischen Schlagzeilen, die meist eher pro-republikanisch und antidemokratisch waren. Ja, dahinter steckte zu einem nicht geringen Teil mazedonische Jugendliche, die halt festgestellt haben, damit lässt sich ganz gut Geld machen. Und ja, die Republikaner sind halt eher auf diese Art der Schlagzeilen angesprungen. Deswegen gab es halt eher diese Arten von Seiten und weniger pro-demokratische. Das ist jetzt in Deutschland noch nicht so das große Problem, verglichen jetzt mit dem amerikanischen Wahlkampf. Aber auch hier muss man sich natürlich die Frage stellen, wo zieht man die Grenze? Diese Seiten aus dem amerikanischen Wahlkampf waren jetzt vielleicht Extrembeispiele, weil es halt wirklich 100% erfunden und erstunken und erlogen war. Aber auch hier, wie sieht's denn aus mit Clickbait? Sachen, die halt einfach massiv aufgebauscht werden, die teilweise ja auch von traditionellen Medien benutzt werden, aber es steckt halt am Ende nicht das hinter, als was es angekündigt war. Und natürlich Aufmerksamkeit, gerade online. Wenn irgendwo eine Breaking News passiert und auf einmal 20.000 Twitter-Accounts irgendwelche Bilder raushauen, die freuen sich wahnsinnig über 500 Retweets, über 1.000 Facebook-Likes. Die machen das einfach, weil sie es dann vielleicht mal schaffen, irgendwie im Fernsehen zu landen, bei einer Zeitung zitiert zu werden. Denen geht es da hauptsächlich um Spaß und um Aufmerksamkeit. Ja, die Unterteilung der Arten. Wie eben schon erwähnt, die Satire. Für jemanden, der es versteht, jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Art der Fälschung. Aber ich habe mir hier eine schöne Geschichte rausgesucht von The Onion. Vielleicht kennt das ja einer von euch. Das ist quasi der große amerikanische Bruder von Postillon. Die haben 2012 einen Artikel veröffentlicht, der quasi 1:1 von einer iranischen Nachrichtenagentur übernommen wurde. Und zwar war der Titel Gallup-Umfrage, weiße Landbevölkerung bevorzugt Ahmadinejad gegenüber Obama. Laut dem Artikel würden 77% der weißen Landbevölkerung lieber mit Ahmadinejad zu einem Baseballspiel oder auf ein Bier gehen. So stand es dann in der iranischen Nachrichtenagentur. Für die Leute, die diese Satire jetzt nicht verstanden haben, ist es auch erstmal eine Art der Falschinformation. Dann das, was wahrscheinlich am häufigsten auftaucht, dass es altes Bildmaterial einfach in einen falschen Kontext gesetzt wird. Liegt wahrscheinlich daran, dass es einfach die einfachste, die simpelste Art ist, so eine Fälschung zu veröffentlichen. Man muss kein Photoshop-Profi sein, man muss nicht irgendetwas komplett inszenieren. Es reicht, wenn man Google bedienen kann, sich das erste Bild aus der Bildersuche klaut, von einem anderen Ereignis und das veröffentlicht. Dann haben wir bearbeitetes Bildmaterial, das grundsätzlich authentisch ist, aber wo nachgeholfen wurde. Ich erinnere mich da an ein Foto aus dem Libanon, das Beirut zeigt, mit großen Rauchschwaden, nachdem es von Kampfjets bombardiert wurde.
Da wurde auch nachgeholfen, die Rauchwolken wurden etwas dichter gemacht, etwas dunkler, damit ein beklemmenderes Bild entsteht. Sowas hat in Nachrichten auch nichts verloren. Und zu guter Letzt natürlich komplett inszenierte Sachen, die keinerlei realen Bezug, sage ich mal, haben, wo vielleicht sogar mit Schauspielern gearbeitet wurde. Sowas hatten wir in der Vergangenheit auch bei uns zur Prüfung. Da stellte sich dann halt heraus, dass das von so einem Viralvermarktungsnetzwerk halt eben gefaked wurde, die damit natürlich auch eben Profit machen wollen. Das Video ist auch viral gegangen, aber war halt komplett inszeniert. So, wie gerade schon gesagt wurde, seit ungefähr 2,5 Jahren bin ich in diesem Verifizierungsteam und der Anlass dafür war der Amoklauf in München 2016. Da erinnern sich ja vielleicht auch noch einige dran. Da konnten wir das erste Mal so wirklich in geballter Kraft sehen, was da alles zu einem einzelnen Ereignis an Falschmeldungen kursiert. Ich habe hier mal ein paar Sachen mitgebracht. Das hier wurde zum Beispiel von einem großen deutschen Sender auch getwittert. Ich habe das hier mal so ein bisschen unkenntlich gemacht, die Details. Die schreiben dazu, ein Student hat ein Foto gepostet. Soweit erstmal nicht falsch, das hat bestimmt irgendein Student gemacht. Aber der Amoklauf am Olympia-Einkaufszentrum, der ist das nicht. Hier können wir sehen, ein Artikel aus der Daily Mail. Es war zu diesem Zeitpunkt bereits 1 Jahr alt und zeigt eigentlich einen Raubüberfall, der schiefgegangen ist auf ein Einkaufszentrum in Südafrika. Hätte man jetzt mit so einer einfachen Bilderrückwärtssuche, die ja am Anfang auch erwähnt wurde, rausfinden können. Es ist halt schade, weil es einfach vermeidbar ist. Dann gab es auch den seriösen Twitter-Account True News TM, your trusted news source, die in Frage gestellt haben, ob das Ganze denn überhaupt stattgefunden hat oder ob das nicht auch inszeniert ist oder vielleicht eine Übung ist. You be the judge, yes I am, sind tatsächlich Darsteller. Und zwar in Manchester. Dort gab es eine Antiterrorübung für die Polizei. Auch hier, wie bei dem anderen, einfach ein altes Bild in einen neuen Kontext gesetzt und damit halt gelogen. Hier haben wir so ein schönes Beispiel für das Manipulierte. Das ist tatsächlich das Dach vom Olympia-Einkaufszentrum, das Parkdeck. Aber die Person da drin, vielleicht kann das der eine oder andere schon erkennen oder erkennt ihn hier. Er ist quasi verantwortlich für jede Massenschießerei, für jeden Anschlag der letzten Jahre. Es ist einfach zum Meme geworden, ihm das anzuhängen. Das ist Sam Hyde, ein eigentlich amerikanischer YouTube-Comedian, der nur dafür berühmt wurde, halt eben mit solchen Ereignissen in Verbindung gebracht zu werden. Ja, alles furchtbar, aber was tun? Am besten glaubt man erstmal gar nichts. Und vor allem muss man sich zurückhalten, wenn Geschichten oder Bilder zu gut sind, um wahr zu sein. Da muss man auch wirklich die Distanz bewahren. Und weil wenn es zu gut ist, um wahr zu sein und gerade kurz nach so einem Ereignis auftaucht, dann besteht zumindest eine gute Chance, dass es vielleicht nicht ganz so wahr ist, wie es uns verkauft wird. Gesunder Menschenverstand ist immer eine super Sache und achten auf Details, Details, Details. Das können zum Beispiel Sachen im Hintergrund sein. Welche Kennzeichen sind zu sehen? Oder gibt es dort Werbetafeln? Das hat uns zum Beispiel weitergeholfen bei dem Video aus Chemnitz, wo ja behauptet wurde, es hätte keine Hetzjagden gegeben. Andere haben gesagt, die Szenen sind eigentlich aus dem letzten Jahr. In dem Video konnte man im Hintergrund eine Werbetafel sehen und aus anderen Perspektiven konnte man auch sehen, welches Plakat da drauf war. Da haben sie nämlich für ein Theaterstück geworben, das erst Anfang dieses Jahres angelaufen ist. Also kann es zumindest nicht aus den letzten Jahren gewesen sein. Und da empfiehlt es sich einfach, wirklich nur an dieses Video ranzugehen und zu gucken, was sehe ich. Also nicht, was möchten die mir dazu sagen, was soll es dastehen, sondern was sehe ich. Und wenn man das dann übereinander legt mit dem, was es halt eben versucht zu sein oder die Details vor Ort vielleicht schon kennt, dann erkennt man da auch so ein paar Unstimmigkeiten. Als nächstes Video habe ich hier eins mitgebracht, das aus Thailand stammen soll. Vielleicht erinnern sich noch ein paar daran, die jugendliche Fußballmannschaft, die wochenlang in der Höhle eingeschlossen war, dann von Tauchern rausgebracht werden musste, was ja zum Glück auch alles gut geklappt hat. Auch da gab es dann während der Bergungsaktion ein Video, das wir uns mal angucken. Wir sehen halt schon Engstellen, Taucher, die eine Trage entlang schieben. Ein Taucher, der den Weg freiräumt. Aber so runde Kieselsteine auf dem Grund von einer Höhle, die unregelmäßig vollläuft und eigentlich im tiefsten Inneren eines Berges ist, da liegen keine runden Kieselsteine, die sich im Laufe der Zeit in einem Flussbett oder wo auch immer rundgeschliffen haben.
Das kann also schon mal nicht sein. Und eigentlich zeigt es auch eine Übung aus der Schweiz von Höhlenrettungstauchern, die dann im Nachhinein festgestellt wurde. Aber dieses Video hatte auch, glaube ich, über 10.000 Views. Das weiß ich gerade nicht mehr. Wenn man sich dann sowas anguckt, kann man zum Beispiel überprüfen, ob es markante Ortsmarken gibt. Gibt es besonders herausstechende Gebäude? Gibt es Straßenzüge, die ungewöhnlich aussehen? Denkmäler oder auch Felsformationen im Hintergrund? Stimmt das Wetter mit der Aufnahme überein? Wenn ich ein Video sehe, das im Winter spielen soll und die Menschen rennen da alle nur in T-Shirts rum, ist das schon mal vielleicht ein Indiz dafür, dass das alles nicht ganz so hundertprozentig stimmt. Aber da kann man ja zum Glück irgendwie sich auch die Wettervorhersagen von allen Orten angucken. Man kann sich historische Wetteraufzeichnungen angucken. War der Himmel an dem Tag bedeckt? War es sonnig? Wie warm war es? Hat es geregnet? Das kann man auch bei, wie gesagt, historischen Aufnahmen machen. Die Kennzeichen, Straßenschilder und Werbetafeln, die ich eben erwähnt habe. Und man kann auch überprüfen, ob der Schattenwurf denn überhaupt zur angegebenen Uhrzeit passt. Da habe ich gleich nochmal ganz am Ende, stelle ich ein paar Tools vor, die einem das so ein bisschen erleichtern. Ich habe auch noch in der Beschreibung im Fahrplan ist eine Linkliste drin. Kann ich dann auch nur empfehlen, wem das jetzt ein bisschen zu schnell geht, sich das alles nochmal anzugucken. Die Tools, die ich da vorstelle, die sind auch alle da drin verlinkt, inklusive noch einem relativ dicken Verification Handbook. Es lohnt sich auf jeden Fall mal durchzulesen. Der nächste Schritt wäre dann, die Primärquelle des Bildmaterials zu finden. Gerade bei so einem Ereignis wie einem Amoklauf oder auch Naturkatastrophen oder allen anderen schönen Dingen taucht ein Video auf und Minuten später ist es von Dutzenden Accounts halt eben nochmal wieder runtergeladen, wieder hochgeleitet worden, manchmal noch irgendwie an Bekannte bei WhatsApp verschickt oder wo auch immer. Und wichtig ist es halt eben, die Primärquelle des Bildmaterials zu finden, um eventuell Rückschlüsse ziehen zu können. Wir hatten eins, das ein Erdbeben auf einer griechischen Insel zeigen sollte. Dort haben wir uns dann den Original-Uploader angeguckt und haben gesehen, dass er zum Beispiel auf seinem Instagram-Account Tage vorher Videos und Fotos von diesem Urlaubsort gepostet hat. Dass wir halt wissen, er ist wirklich da vor Ort gewesen und hat diese Videos und Bilder gemacht. Rückwärtssuche, aber nicht nur bei Google, sondern über mehrere Plattformen. Auch das eine Tool, das ich am Ende vorstelle, hat diese Möglichkeit, direkt über sämtliche Suchmaschinen eine Rückwärtssuche zu machen. Der Personencheck, wie gesagt. Und die Prüfung, wo die Szene stattgefunden hat. Das kann auch hilfreich sein, wenn man jetzt vielleicht die Primärquelle nicht unbedingt findet, aber man weiß ja zum Beispiel, wie oft hat es jetzt in München am Olympia-Einkaufszentrum vorher eine Explosion gegeben oder woanders. Da kann man zumindest die Sachen etwas eingrenzen. Und es hilft, lokal zu denken. Gibt es irgendwelche lokalen Besonderheiten vor Ort? Wie sehen vielleicht bei Videos von der Armee, von der Polizei, von der Feuerwehr die Uniformen aus? Die Abzeichen, die sie auf ihren Schultern und auf ihren Ärmeln haben? Und die Kfz-Kennzeichen vor Ort? Gibt es Lokalexperten? Das kann auch hilfreich sein. Vielleicht, wenn es in Deutschland spielt, in irgendeinem kleinen Ort, wo sich jetzt niemand großartig auskennt, gibt es aber vielleicht einen Heimatforscher, der irgendwann mal erwähnt wurde, oder so einen Heimatforschungsverein, einen Kulturverein, die einem eventuell auch historisches Bildmaterial zur Verfügung stellen können. Und die bei uns bekannten Seiten und Tools sind nicht immer die besten. Damit meine ich jetzt vor allem Google, Google Maps und andere Sachen. Und warum können wir im nächsten Video sehen? Das zeigt die Explosion vor der US-Botschaft in Peking in diesem Jahr. Ist auch auf Twitter gepostet worden. Viel erkennen kann man da nicht. Man sieht ein bisschen die Häuser, ein Straßenschild und ein Geländer. Eben konnte man auch Stromleitungen sehen, die über die Straße verlegt wurden. Und das soll die Szenerie eben vor der US-Botschaft sein. Also habe ich erstmal geguckt, natürlich auf Google Maps ist diese Botschaft. Gut, schön. Dann gucken wir uns nochmal das Satellitenbild an. Oh, das passt so nicht ganz. Straßen, die irgendwie durch Häuserblocks gehen, die durch Seen durchgehen, durch Parks. Und ich war mir jetzt erst nicht sicher, ob die Chinesen so schnell bauen, dass Google mit der Aktualisierung nicht hinterherkommt. Das gleiche Problem hatte auch Bing. Am Ende hat sich halt nur herausgestellt, es ist halt ein Offset von mehreren hundert Metern auf beiden Achsen und somit nicht wirklich zu gebrauchen. Und Street View in China bei Google kann man sowieso vergessen. Aber es gibt hier noch ein chinesisches Google, Baidu. Die haben dieses komische Offset nicht drin. Die haben die deutlich schöneren Satellitenbilder. Und sie haben auch ein Street View.
Und hier kann man eben sehen, das Schild, das da eben im Video zu erkennen war, das Haus da hinten mit der Spitze, die übers Dach etwas hinausragt, das Geländer, die Stromleitung. Also kann man sich ziemlich sicher sein, dass es tatsächlich dort aufgenommen wurde, wo es eben vorgab, aufgenommen worden zu sein. Und das meine ich halt eben, nicht immer auf das Erstbeste verlassen, nicht immer nur irgendwie eurozentristisch drangehen und denken, bei uns hat doch Google alles. Nee, es gibt Teile in der Welt, da sind andere Anbieter einfach besser. Dieses Video zeigt den Tsunami auf Sulawesi. Einen kleinen Ausschnitt davon habe ich einmal hier, der vor einigen Monaten. Hier sehen wir im Hintergrund eine Moschee, die schon ziemlich mitgenommen aussieht. Eine bunte Wand und in dem Teil, den ich rausgeschnitten habe, weil es sonst zu lang gewesen wäre, kann man erkennen, dass es halt in einem runden Raum aufgenommen wurde. Man kann halt im Hintergrund die Biegung der Wand erkennen. Nur wo genau, das stand halt eben nicht dran. Und auch auf Sulawesi ist die indonesische Küste sehr lang und da mühsam nur mit Google Maps die Küste abzusuchen, wo eine Moschee eventuell ein ähnlich farbiges Dach hat, das dauert sehr lange. Aber zum Glück gibt es auch Programme wie Wikimapia. Die haben sich als Motto gesetzt, dass sie alles kategorisieren wollen. Und so kann man sich den ungefähren Küstenabschnitt raussuchen und eine Kategorie auswählen, in dem Fall halt Moschee. Sie haben aber auch Kategorien wie Kirchen, Denkmäler, Schulen, Regierungsgebäude, was auch sehr hilfreich sein kann. Das hatten wir einmal bei einem Video aus Syrien. Da war im Videobeschreibungstext die Angabe, dass es angeblich zwischen einer Schule und einem Regierungsgebäude aufgenommen worden sein soll. Hier kann man sich beide Layer anzeigen und gucken, ob es tatsächlich stimmt. Und es ist deutlich angenehmer, als die ganze Küste nur mit Google Maps abzufahren und auf Hausdächerfarben zu achten. Ja, warum sollte das jetzt eigentlich jeder können? Man will Gegenöffentlichkeit schaffen. Diese Videos verbreiten sich so super schnell und jeder, der kann, sollte und die Möglichkeit hat, der sollte die Leute aufklären und halt sagen, dass es eine Fälschung ist. Das Ganze waren jetzt halt noch vergleichsweise harmlose Sachen, aber auch da gilt, die Verbreitung sollte möglichst eingedämmt werden. Denn diese Fakes können eben auch falsche Narrative bilden. Also klar, ob jetzt der Tsunami unbedingt da ist, das ist jetzt vielleicht für die öffentliche Debatte nicht so wirklich wichtig. Aber wir hatten auch Bilder vom Olympia-Einkaufszentrum da in München, die ich jetzt hier nicht zeigen möchte, die einfach komplett andere Tatorte dargestellt haben. Und es gab Videos und Fotos von einem vermeintlichen Täter, der nicht der Täter war. So schnell wie die sich im Netz verteilen, kostet das im Zweifelsfall den falschen Menschen das Leben, wenn er mit seinem Leben nicht mehr froh wird, wenn dieses Bild nicht mehr aus dem Netz verschwindet und er ständig als der Täter gehalten wird. Und im Zweifelsfall, als Worst Case, kann das natürlich auch gesellschaftliche Debatten beeinflussen, wenn halt versucht wird, einen falschen Täter unterzuschieben oder ein besonders grausames Bild, weil es klickt sich besser, als vermeintlichen Tatort zu präsentieren. So, und wie macht man das jetzt am besten? Welche Tools gibt es denn da? Da habe ich hier eine kleine Übersicht. Die Links stehen auch immer unten dran. Sehr praktisch bei Videos zum Beispiel aus Syrien ist die unten genannte Website. Fast sämtliche Rebellengruppen veröffentlichen ihre Videos immer mit ihren Logos im Bild. Ich kann kein Arabisch, viele andere Leute können kein Arabisch und mit den Logos kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Ein paar hat man mal gesehen, aber welche Art von Gruppe da jetzt wirklich hintersteht, keine Ahnung. Bei der Website kann man einfach seine Bilder oder seine Videos hochladen oder den Link dahin schicken. Sie extrahieren dir das Logo, sagen dir, zu welcher Gruppe das gehört und bieten dir praktischerweise direkt noch den passenden Wikipedia-Artikel dazu an. Das machen sie nicht nur für diese Gruppen, es sind auch noch die verschiedensten Logos von Fernsehsendern aus der ganzen Welt hinterlegt. Wenn man jetzt also nicht weiß, welcher Fernsehsender aus welchem Land so ein Bild eventuell mal ausgestrahlt hat und wo man da weiterforschen will, ist das auf jeden Fall ein sehr praktischer und spannender Ansatz. Die Details im Hintergrund. Wer weiß denn, wie afghanische Nummernschilder 1950 ausgesehen haben? Diese Website hat auch zu sämtlichen afrikanischen Ländern die Nummernschilder, und zwar die historischen, die aktuellen und alles irgendwie dazwischen. Wenn man jetzt also weiß, dass vermutet, dass ein Video an einem bestimmten Ort aufgenommen wurde und kann so etwas im Hintergrund irgendwie identifizieren, kann man dort einfach schauen, ob die Kennzeichen dort wirklich so aussehen. Den Sonnenstand zum Beispiel kann man mit diesem Tool hier ganz gut berechnen. Man gibt einfach einen Ort ein,
ein Datum und halt eben eine entsprechende Uhrzeit. Bei im Ereignis, von dem man weiß, wann es stattgefunden hat, hat man natürlich auch die Uhrzeit. Wenn da jetzt bestimmte Schatten im Bild zu sehen sind, kann man zumindest überprüfen, ob es halbwegs hinkommt. Sowohl von der Länge, hier wird ja angezeigt, so an diesem Ort, zu der Uhrzeit, in der Jahreszeit, wirft ein Objekt mit einem Meter Größe einen Schatten von 1,71 Meter. Kann man ungefähr überprüfen, wenn man Anhaltspunkte hat. Man kann auf jeden Fall gucken, ob die Richtung des Schattens stimmt und ob es wirklich um diese Uhrzeit aufgenommen wurde. Ja, auch gut abgeschirmte Facebook-Accounts bieten doch irgendwie so ein bisschen mehr Hinweise, als Facebook dich jetzt vielleicht glauben lassen will, auch wenn du dir das Profil aus der Sicht eines Fremden angucken kannst oder von dem eines Freundes. Was nämlich nicht privat ist, sondern was öffentlich ist, ist das, was du geliked hast, was du kommentiert hast. Weil das ist ja nicht nur mit deinem Account verknüpft, sondern eben auch mit einem Account, von der vielleicht offen ist oder mit einer Seite. Da steht ja dein Name und dein Kommentar öffentlich einsehbar für jeden. Und gewisse Websites können halt eben diese Sachen für dich herausfinden. Du kannst halt gucken nach Posts, hier Fotos tagged with Mark Zuckerberg. Du kannst gucken, welchen ihm gefallen, wo er kommentiert hat. Du kannst gucken, welche Orte jemand besucht hat oder mit jemandem zusammen besucht hat. Kannst gucken, welche Beziehungen zwischen den Leuten halt eben bestehen oder wann welche Person die andere Person in einem Beitrag erwähnt hat. Das sind halt Sachen, die siehst du nicht bei Facebook in der normalen Ansicht, selbst wenn du deinen Account komplett dicht gemacht hast. Und für englischsprachige Accounts gibt es diese Suchfunktion bereits, aber da muss man sich mit der nicht so logischen, nicht so einfachen, nicht so einfachen Suche einfach auseinandersetzen. Zum Beispiel kann man auch suchen nach Users who liked. Aber ist es dann wirklich Users oder ist es People? Bei dem einen gibt er dir halt keine Fehlermeldung, sondern nur keine Ergebnisse. Bei dem anderen gibt er dir die Ergebnisse. Und sich das alles auswendig zu merken, das alles zu behalten, ist halt doch ein bisschen kompliziert. Deswegen gibt es da gute Seiten, die das für einen übernehmen. Das war zurück. So. Ein Plugin, das ich auch noch jedem ans Herz legen möchte, ist Invid. Bietet viele Funktionen, zum Beispiel das Auslesen von Keyframes aus YouTube-Videos, die Anzeige des Original-Upload-Datums, weil Upload-Daten und Zeitzonen sind nie schön. Bei ganz vielen Plattformen gibt es Unterschiede. Bist du eingeloggt, bist du nicht eingeloggt? Beim einen ist es irgendwie UTC, die anderen machen dir dann Pacific Time, die anderen machen deine lokale Zeitzone, wenn du eingeloggt bist, weil es halt auch niemals die Zeitzone des Uploaders. Hier gibt es halt irgendwie einen Standard, der eben vergleichbar ist. Es bietet die Möglichkeit, ein Magnifier, eine Lupe, gut, das kann man jetzt im Zweifelsfall auch noch selbst auf dem Rechner machen, bietet dir die Möglichkeit, über alle Plattformen hinweg zu suchen, eine Bildrückwärtssuche zu machen und mit einem Klick auch direkt die gespiegelte Variante davon zu suchen. Denn manche Leute denken ja, sie sind schlau und spiegeln einfach das Bild und schneiden es ein bisschen zu, dann wird es in der Rückwärtssuche nämlich nicht mehr gefunden. Hier ist das halt alles sehr schön in einem, wie Sie selbst nennen, Schweizer Taschenmesser für diese Arbeit zusammengefasst. So, ich hoffe, ich konnte zeigen, dass Verifizierung jetzt nicht so großartig die Raketenwissenschaft ist. Neugier, Geduld und Training sind aber schon nötig, aber es gibt halt eben super viele Programme, Websites und Plugins, die einen dabei unterstützen. Es gibt gute Literatur dazu, es ist gut dokumentiert. Es würde mich also freuen, wenn ich hier den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen, das Interesse daran geweckt habe, wer Übung braucht, dem kann ich nur empfehlen, folgt QuizTime. Das ist ein Account von einer Journalistin der Deutschen Welle, von Journalisten vom NDR und von anderen Medien, die das halt in ihrer Freizeit machen. Dort regelmäßig Quizze und Rätsel posten, wo man halt selber irgendwie ein bisschen aktiv werden muss, sich selber nochmal auf den neuesten Stand bringen kann, was für Programme es gibt, welche Schritte muss ich machen, um zum Ergebnis zu kommen. Und das ist eigentlich immer ein ganz netter Zeitvertreib für zwischendurch. So, 26 Minuten sehe ich hier, dann bin ich auch schon fast am Ende, wenn es denn noch Fragen gibt. Genau, wir haben tatsächlich noch ungefähr 10 Minuten Zeit für Fragen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch an die Saalmikrofone stellen. Und wir beginnen traditionell mit einer Frage aus dem Internet. Gibt es bestimmte Quellen, wo du aus deiner Erfahrung sagst, da muss man mit Nachrichten vorsichtig sein und würdest du die nennen? Bestimmte Quellen,
Nachrichtenseiten oder so? Schwierig, ich würde jetzt einfach mal generell sagen, das Internet. Ich habe ja gesagt, im Grunde muss man halt eigentlich immer kritisch sein, weil was wir bei uns eben auch gesagt haben, nur weil jetzt ein anderes Medium und sei es auch irgendwie ein Medium, das man selbst für vertrauenswürdig hält, darüber berichtet, heißt es nicht, dass die Leute nicht auch auf die gleiche Sache reingefallen sein können. Und sich einfach nur auf andere Medien zu berufen, ist da halt einfach nicht genug. Weil jeder macht Fehler, warum sollte es denen nicht auch passieren? Und das einfach nur zu übernehmen, das ist zumindest bei uns, und ich kenne es auch von anderen Redaktionen, von anderen Sendern, von anderen Medien so, dass sie sagen, das ist jetzt kein Argument auf der Pro-Seite, dass es schon mal woanders erwähnt wurde. So, wenn wir jetzt mit den Fragen aus dem Saal weitermachen, dann denkt bitte dran, dass ihr immer ganz nah an die Mikrofone rangeht und da direkt reinsprecht. Die beißen euch nicht in die Nase. Die erste Frage kommt vom Mikrofon Nummer 7. Ganz nah ran, bitte. Es gibt ja einen Wettstreit zwischen dem Verbreiten von Fehlinformationen und dem Gegenrecherchieren und man läuft da in Skalierungsprobleme. Es ist im Zweifel aufwendiger, Falschheit zu belegen, als die Lüge einfach weiter zu verbreiten. Glaubst du, das ist eine ausreichende Gegenstrategie? Naja, ich sag mal, selber als Journalist bist du ja jetzt erstmal ein Filter. Dein Anspruch ist ja nicht, dass du jetzt selbst jede einzelne Lüge im Internet widerlegst. Aber wenn du dich mit einem bestimmten Thema beschäftigst und dafür zum Beispiel Bilder suchst und Bildmaterial brauchst, dann kannst du natürlich auswählen, welches du nimmst. Und so erfolgt halt die Verifizierung. Es ist ja jetzt nicht so, dass dein Anspruch quasi ist, jede einzelne Lüge im Internet widerlegen zu können. Da hat, glaube ich, niemand die Kapazitäten für. Mikrofon Nummer 5, bitte. Wie vertrauenswürdig hältst du deine Verifizierungstools und benutzt du immer mehrere, um das zu korrelieren? Vertrauenswürdigkeit würde ich sagen, im Rahmen von dem, was sie können, sind sie gut. Bei einigen Sachen ist halt auch so ein bisschen Interpretation und Erfahrung nötig. Oftmals hilft aber eben auch der gesunde Menschenverstand. Wovon ich jetzt zum Beispiel nicht so viel halte, sind diese Photo-Forensics-Tools, die dir ja mit der ELA-Analyse zeigen, ob jetzt angeblich oder zeigen wollen, ob dir da angeblich was reingeschoppt wurde oder nicht, weil das ist halt nicht wissenschaftlich, da gibt es keine wissenschaftliche Begründung. Du siehst dann halt dieses Foto mit dieser drübergelegten Analyse, aber es ist deine Interpretation. Ist das jetzt dieses Muster, das sich da abzeichnet, ist das eine Fälschung oder ist es nicht? Das taugt eigentlich noch nicht mal als Anhaltspunkt, weil selbst bei besonders starken Kontrasten oder ungünstigen Lichtverhältnissen es eine Fälschung zeigt und wenn halt eine Fälschung gut gemacht ist, ist das eigentlich nicht anzeigt. Also den anderen Programmen, wo du halt wirklich noch selber was machen musst, denen vertraue ich soweit, so wie ich es mir da vorgestellt habe, aber diesen Sachen eher nicht. Mikrofon Nummer 4, bitte. Ja, vielen Dank, war super informativ. Du hast nicht so viel dazu gesagt, wie man die Primärquelle finden könnte. Wie macht man das? Hast du da so? Also ja, der erste Schritt wäre halt zum Beispiel so eine Rückwärtssuche. Ja, weil die meisten Fälschungen, denen du jetzt eben so begegnest, eben dieses recycelte Material ist, findest du da halt super schnell dann eben heraus, dass ein Video jetzt 5 Jahre alt ist. Dann musst du jetzt auch nicht gucken, wer es vor 5 Jahren als erstes gepostet hat. Da reicht dir halt die Info, dass es eben 5 Jahre alt ist und nicht von heute oder von gestern. Und ansonsten einfach deskriptiv gucken, was zeigt es denn? Dann kann man auch auf anderen Plattformen einfach mal nach den Wörtern suchen, die einem dazu in den Sinn kommen. Wenn wir hatten da ein Video aus dem ägyptischen Frühling, das angeblich zeigen sollte, wie Demonstranten ein Polizeiauto von der Brücke werfen. War falsch, der hat einfach nur einen Rückwärtsgang eingelegt und hat sich verfahren und ist von der Brücke gefallen. Aber da kann man halt eben auch nach Stichwörtern suchen, wie Police, Car, Bridge, Demonstrants, das Ganze halt eben dann auf Arabisch übersetzen und einfach diese Stichwörter in die Suchmaschinen reinpumpen und gucken, was einem da eben zuerst auffällt, wer es zuerst hochgeladen hat. Mikrofon Nummer 2, bitte. Danke nochmal für den spannenden Talk. Ich bin nicht. Es geht immer noch mehr. Jawohl. Siehst du? Reuters. Zu der Frage. Reuters hat, ich glaube, vor einigen Jahren ein Ban auf RAW-Material ausgesprochen und hat gesagt, ab heute wollen wir nur noch JPEGs. Du hattest vorhin das Beispiel mit den Raketen. Mhm. Kannst du dir das erklären, warum man plötzlich ein, sagen wir mal, schwieriger zu fälschendes Medium ablehnt und sagt, ich möchte jetzt doch lieber die Billigdaten haben? Ganz ehrlich, keine Ahnung.
Ich kann es mir nicht erklären. Ich wusste bis jetzt auch ehrlich gesagt diese Policy von Reuters nicht, aber ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Nein. Mikrofon Nummer 3, bitte. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es war in letzter Zeit viel die Rede von diesen Deepfakes. Hast du sowas dann auch schon mal in freier Wildbahn dann selber gesehen? Also außer jetzt diese bekannten einschlägigen Beispiele? Nee, in freier Wildbahn so noch nicht. Also zumindest noch nicht so, dass es halt irgendwie auffällig genug und relevant für uns ist. Da gibt es so ein paar Sachen irgendwie, die die Zukunft bringen kann, wie zum Beispiel Deepfakes, die kann man noch irgendwie, noch finde ich, relativ gut irgendwie unterscheiden, wenn man sich halt eben auf die Details konzentriert, ob der Hintergrund auf einmal anfängt zu wackeln oder ob die gerade Linie auch wirklich gerade bleibt. Aber das ist jetzt noch nicht so das Riesenthema für uns. Genauso wie die Software von Adobe, mit der du ja Stimmen fälschen kannst oder können sollst, die vor 2 Jahren da vorgestellt wurde, da hat man auch nichts wieder von gehört. Das ist jetzt, bringt vielleicht die Zukunft, da müssen wir gucken, wie man damit umgeht, aber aktuell noch nicht. Jetzt ist es im Internet wieder mit einer Frage am Zug. Hast du Beispiele für Recherchen oder Material, was im schulischen Kontext genutzt wurde, um Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren für das Thema? Nee. Also natürlich irgendwie wäre es eine super Sache, aber ich glaube, bis sowas in den Schulen ankommt, wird es wahrscheinlich leider auch noch etwas dauern. Das geht ja schon fast ein bisschen über das allgemeine Thema Medienkompetenz hinaus. Da wäre zumindest eine große Ergänzung dazu. Aber da weiß ich bisher noch nicht, ob das so in der Art stattgefunden hat. Mikrofon Nummer 2, bitte. Jo, moin und hüllö. Eine Frage, erstmal Dankeschön für deinen Vortrag. Super klasse. Wie weit ist das Thema Algorithmen und das, was man ja in vielerlei Hinsichten kennt, gerade von seinen FB-Freunden und so was, ein Thema für dich, für euch, weil da ja auf eine ganz andere Weise Fake News produziert werden, weil sie ja eben aus bestimmten Interessenslagen gesteuert werden und nicht nur so ganz nachzuvollziehen ist, was jetzt, durch welche Algorithmen, wie dann hervorkommt. Ist das ein Thema für euch? Ich weiß jetzt nicht ganz, was du meinst. Meinst du die Strukturierung, wie zum Beispiel Facebook sein Newsfeed strukturiert, dass dir Beiträge angezeigt werden, die ja, eher deinen Sachen entsprechen? Oder aber was meinst du? Genau, ja. Genau das. Ja, ist auf jeden Fall problematisch, ne? Das sehr. Ist auch eine der Sachen, warum sich diese Beiträge eben so verbreiten. Diese Echokammern, diese Strukturierung auch eben durch die sozialen Netzwerke, die meinen, dir den Content präsentieren zu müssen, der für dich interessant ist. Da ist es natürlich schwer, irgendwie die ganze Sache zu durchdringen. Aber einen Tipp hättest du nicht, wie man dagegen oder wie man das transparenter machen kann, oder? Also wie man das jetzt als Medien transparenter machen kann, würde ich sagen, da haben wir jetzt nicht die Möglichkeit. Also es muss halt aufgeklärt werden, klar, aber im Endeffekt entscheidet halt auch jeder Nutzer selbst, ob er seine Nachrichten irgendwie nur darüber konsumieren möchte oder ob er auch noch andere Quellen nimmt. Und klar, danke. Ja. Mikrofon Nummer 4, bitte. Hallo. Im Internet gibt es verschiedene Bestrebungen, Webseiten zu klassifizieren, zum Beispiel als Satire, rechts, links oder auch als problematisch. Und das dem Nutzer sehr direkt anzuzeigen. Was hältst du davon? Schwieriges Thema. Also bei Facebook, ich bin mir noch nicht ganz sicher, es gab ja diese Vorschläge, dass zumindest wenn jetzt viele Leute einen entsprechenden Link, der irgendwie rumgereicht wird, als Fake klassifiziert haben oder es halt von einer, ich sag mal, Expertengruppe als Fake eingestuft wurde, dass das halt zumindest irgendwie mit dran steht. Dieser Beitrag ist umstritten, klicke hier, um mehr zu erfahren. Damit kann ich mich im Zweifelsfall noch mehr anfreunden, als jetzt Websites irgendwie dazu zu verpflichten, sich zu klassifizieren oder von anderen klassifiziert zu werden. Weil ich meine, auch sowas wie Satire, selbst wenn es manche Leute nicht verstehen und es für sie eine Art von Fälschung ist, lebt halt eben auch davon, dass es nicht in roten Lettern oben drüber prangt. Mikrofon 2 hat die vorletzte Frage für heute Abend. Ja, danke nochmal für den Vortrag. Frage und vielleicht ein Vorschlag. Wie sieht es aus? Vor der Recherche ist klar, jedes einzelne Medium arbeitet für sich. Klar, Konkurrenzdruck. Aber wenn ihr ein Ergebnis habt und ihr habt ganz klar einen Fake gefunden, wie sieht es mit dem Austausch mit anderen Medien aus? Und Zusatzfrage, wäre das nicht was so im Sinne der Öffentlichkeit, auch genau diese Ergebnisse dann zu veröffentlichen, damit alle wissen, das ist nicht koscher?
Also ich kenne das so von anderen Medien. Wir haben auch regelmäßig Konferenzen, wo man sich natürlich auch irgendwie mit den Kollegen austauscht. Da gibt es dann eben auch entsprechend größere Gruppen, in denen man sich irgendwie mal über diese Themen unterhält. Und ich weiß zum Beispiel, dass es halt bei den bei größeren Medienhäusern, sage ich jetzt mal, die mehr als nur ein einziges Produkt haben, dass das da auch durchaus zusammengefasst ist. Dass da eben auch die Kollegen von verschiedenen Marken sitzen und sich austauschen und alle halt alle Infos dann lesen. Ja. Und wie so oft im Leben hat das Internet das letzte Wort? Jemand hat auf einen Talk vom letzten Jahr hingewiesen, wo die These vertreten wurde, dass Fake News Problematik gar nicht so groß sei, als es damals in den Medien der Fall gewesen sei. Und jetzt war die Frage an dich, ob du das Gefühl hast, dass es sich im letzten Jahr verändert hat, ob es mehr, weniger oder anders geworden ist. Wirklich anders würde ich sagen, nein. Also die Muster sind halt immer noch die gleichen. Die Motivation der Leute ist noch die gleiche. Leute, die halt Aufmerksamkeit wollen oder die Profit machen wollen, das hat sich nicht großartig verändert. Was wir halt so gemerkt haben, es gab halt jetzt in diesem Jahr zum Glück deutlich weniger Breaking News Lagen, wo halt irgendwie ein Anschlag hier in Europa passiert. Das war ja 2016, sage ich mal, aus der Hinsicht ein sehr schlimmes und auch sehr anstrengendes Jahr. Und da kann man halt merken, gerade wenn es halt irgendwie was Hochemotionalisierendes ist, bei Naturkatastrophen natürlich auch, aber vor allem halt bei solchen Sachen wie Anschlägen in Europa, da ist halt der Output an gefälschten Sachen einfach viel, viel höher als so das normale Grundrauschen. Deswegen war 2018 ein eher ruhigeres Jahr. Vielen Dank für die Einschätzung. Damit sind wir am Ende. Vielen Dank nochmal an eure vielen Fragen und ganz besonders vielen Dank nochmal an Robert für diesen sehr informativen Talk. Gebt ihm nochmal einen großen Applaus, bitte. Vielen Dank.